So, hallo. Seid gegrüßt da draußen und willkommen bei Lukas Live zur nächsten Folge Euro Truck Simulator. Mit mir, dem Loris. Boah, ist das still hier. Hör mal. Das ist nichts. Schnell mal Motor anwerfen hier. Jetzt krieg ich noch einen Koller. Lagerkoller. So, immer noch auf dem Weg unterwegs nach Rumänien. Das müssten noch knapp 400 Kilometer sein oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Yo, hi Neymar, hi Sophie, schön, dass ihr da seid. Dieser verfluchte Tank, ne? Cassie? Was? 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 Achso. Ihr seid ja auch fleißig dabei, immer mehr diese Locals-Buttons erscheinen im Internet. So, auf geht's. Den muss ich ihr nachher mal zeigen, wenn sie am Start ist, diesen. Also ich habe das schon so eingestellt, dass ich nur mit 4600 im Durchschnitt 4000 bis 5000 Kilobit die Sekunde streame an Twitch. Viel mehr kann der eh nicht verarbeiten. Also wenn du 5 oder 6 Mbit Downstream frei hast, dann sollte das auch theoretisch nicht buffern oder so. Ausgehende Daten ist auf jeden Fall stabil. Ich weiß jetzt nicht, also ich konnte das bis jetzt immer runterstellen, auch wenn ich irgendwo geguckt habe, dass ich dann auf 720p gegangen bin oder so. Wenn das jetzt gerade nicht geht, dann hat Twitch im Moment nicht genug Kapazitäten dafür. Dann musst du vielleicht in einer halben Stunde nochmal gucken oder so. Ein ausgangsgesperrter Low. Ich bin noch nicht ausgangsgesperrt, noch nicht, nee. Die Ausgangssperre verhänge ich selber. So, Big Ups Fumpy. Wieso ist denn hier jetzt noch 50? Oh, ich gebe dir erstmal Gas, als gäbe es keinen Morgen. Ne, so langsam mal sicher hat man sich mit der Situation ja arrangiert. Ah, guck mal jetzt. Jetzt, wo das Mikrofon mal richtig ist hier. Yeah. Yeah. So, jetzt kann ich auch Gas geben. Gib da mal erst, der Junge. Hier erstmal 70, hier sind mir zu viele Gebäude. Und da kommt ein Kreisverkehr. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Erste Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. Ja, aber ich habe ja eine Bitrate. Ich sende ja eh schon nur mit einer
sehr geringen Bitrate. Aber das wird erklären, warum heute der Upload an YouTube so ewig lang gedauert hat. Netflix hat ja angeblich die Streamqualität schon runtergeschraubt, da merke ich aktuell nichts von. Das trifft dann wahrscheinlich auf die 4K-User zu. Die 1080er-User sind noch gar nicht betroffen. Aber interessant, gut, dass du es sagst. So. Biegen Sie links ab. Das ist mir aber auch egal. Wenn du bedenkst, dass wir vor 10 Jahren noch alles auf 480p geguckt haben, Digga. Oder vor 15 Jahren. Auf VHS-Kassette. Digga, da ist mir das dann als auch scheißegal. Unsere Backbones sind okay, ja. Aber wie gesagt, ich habe die Tage noch hier eine Videokassette wieder gefunden und da dachte ich echt, boah, komm. Guckst du mal, ob der Videorekorder noch geht? Er geht noch. Er geht noch. Er funktioniert noch. Ah ja, jetzt kommt ja wieder alle Nase lang hier so ein Dorf. Ja gut, aber wenn du als Privatmann hier eine vernünftige Leitung hast, dann hast du jetzt natürlich beste Voraussetzungen, um durch die Krise zu kommen. Zumindest internettechnisch. Da hast du immer noch kein Klopapier. Saßen zwei Gestalten auf dem Donnerbalken und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Dritte, setzte sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier. Also Kurzfassung jetzt mal. Das ist aber auch die Schweiz, eines der reichsten Länder der Welt, mein Freund. Deutschland tut immer nur so. Siehst du ja, wenn die ersten Firmen nach 14 Tagen Corona schon Insolvenz anmelden, ist es so gut um unsere Wirtschaft gar nicht bestellt. Aber egal jetzt. Genug Corona-News gehabt heute. Wobei das kleine Maskottchen, das hätte ich ja gern, das Corona. Hier gibt es irgendwo eine gemeine Stelle, da hast du hinter einer Kurve so ein 50er-Schild. Und wenn du dann mit dem Retarder bremst, da brauchst du definitiv zu lange, da rasselst du voll im Blitzer rein. Der ist nämlich direkt 3 Meter hinter dem Schild. Ich glaube, das war hier irgendwo in der Ecke.
Ja, eine versteckte Mautstelle. Ja, das stimmt. Das kann sein. Deswegen kommt da auch immer, wenn der Brief dann kommt von der Straßenverkehrsbehörde, ist da nicht die ganz normale, eine ganz normale Anschrift von der Straßenverkehrsbehörde drauf als Absender. Da steht dann immer Verkehrsministerium Rubelsteiner Straße 28. Zweigstelle. Und du kannst das Geld sogar als Bitcoin überweisen. Sind wir denn hier im Bietpasat? Ja, sicher, hier bei den Rumänen, hier bei der einen ganz speziellen Maut Straßenverkehrskontrolle. Das Tolle an der Geschichte ist ja dann, dass dieser Blitzer von den Anwohnern selbst betrieben wird. Ne? Von Pavel Bronkowitsch. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. PayPal geht auch. Das kostet aber 2,5% Gebühr. Ne? Aber zahlen solltest du, sonst kommt Russisch in Kasso. Aber hier in der Gegend brauchst du dir auch echt keine Gedanken drüber zu machen, großartig zu beschleunigen oder so. Hier kommt eh alle 2 Meter ein Dorf. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Wenn wir mit Red Dead durch sind, haben wir im Moment noch so unsere Probleme. Hatten wir unsere Probleme, so nachzugucken, was wir so kriegen können. Also für unter der Woche für die Assassin's Creed Sessions, da haben wir schon auf jeden Fall noch Assassin's Creed Chronicles danach und dann werden wir Nintendo Switch zocken. Da haben wir nämlich auch ein paar geile Spiele drauf. Und wir dachten dann gegebenenfalls an fürs Wochenende an entweder Black Mesa oder Metro Exodus. Die habe ich nämlich noch in meiner Prä-Corona-Einkaufsliste gehabt. Ja, ne? Was findet ihr denn jetzt besser? Ich hätte schon so irgendwie Bock wieder so ein bisschen auf. Passt ja jetzt so auf apokalyptische Stimmung und so. Allerdings so Monster klatschen passt auch irgendwo, ne? Ich weiß nicht. Also Metro Exodus. Scheldenmäßiges, du meinst damals, als Corona den Cogitus vereitelt hat. Ja, das habe ich damals auf dem Handy gezockt. Aber das ist ja eher ein kurzweiliger Spaß, zumindest wenn du es richtig machst.
Meine haben es immer geschafft. Kann man mal machen so, ja. Aber halt nur mal so für eine Session oder zwei. Aber ansonsten würde ich sagen, eher so Metro, ne? Das wäre mal was Cooles. Außerdem kann man dann immer was dabei trinken. Wir sind ja Russen. Nicht so schnell mit dem fetten Ding. Ja, muss ich mal mit Cassie drüber reden, so. Man freut sich aber auch so ein klein bisschen dann, wenn man verliert. Das ist ja. Aber bis jetzt sind immer alle gut durchgekommen. Ja, Lachen ist gesund. Und jetzt die Leute so ein bisschen aufzumuntern, ja, das macht schon was her. Ja, wie gesagt, ich hatte immer nur die mobile Version bis jetzt. Muss mal gucken, wo es das für PC gibt. Quanta costa? Ich habe doch im Moment nicht viel Geld. Hab doch nur Kurzarbeitergeld. Hey Alex. Alex ist genau mein Mann jetzt an der Stelle. Er spendet uns bestimmt die 15 Euro für Plague Inc. Für die Steam-Version. Spenden-Button ist unten in der Beschreibung. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Man kann es ja mal versuchen. Beat a repeat, beat a repeat, beat a repeat. Aber wirklich, es gibt einen Spendling. Ja, wieder, weißt du, der Kapitalist hier, der Alte. So.
Aber wenigstens haben wir gute Laune hier. Das ist doch schon mal ein Anfang, nicht? Ah, hier ist 50, Mann. Was bauen die hier für Kurven hin, Digga? Und ich hier mit dem großen, dicken Tanker. Boah, ich hab erstmal die Schnauze voll von Oversize danach. Das war Mumanche. Heute gibt es übrigens auch wieder eine geile Radioshow, die Schallmauer Ausgabe 17 heute. Heute unter dem Titel Klopapier. Ich habe mir das nicht nehmen lassen, ich wollte jetzt einfach mal. Da weiß dann aber auch, wenn in 10 Jahren irgendeiner in den YouTube, in einem Archiv schaut, hinter in einem Showarchiv. Klopapier, ach, das muss damals während Corona gewesen sein. Da wird jeder Bescheid wissen. Die letzte hieß ja Quarantäne. Habe ich die überhaupt schon hochgeladen? Alex, der weiß das doch immer. Habe ich schon die letzte Schallmauer hochgeladen gehabt? Eimer, vielen Dank für die Spende. Das ist ja lieb. Ja, dann gibt's wohl auch Plague Inc. demnächst. Können wir ja abends so machen, statt dem Truck Simulator zum Beispiel. Vielleicht hat Cassie dann auch Bock. Wollt ihr mit Jay-Z gegebenenfalls auch mal nachmittags was streamen? Nehmen Sie die Ausfahrt. Der ist auch ganz... Also die Quarantäne hatte ich schon hochgeladen, sehr gut. Weißt du, wenn du selbst nicht mehr weißt, was du machst, das ist halt Problem. Ab einem gewissen Punkt bist du ja bräsig in der Bier, ne? Oh, Digga. Was tut er? Was tut er? Achso, die Spur geht weg. Scheiße, was tue ich? Sprit ist alle gleich bald. Na bald, da geht noch was. Erinnern noch 400 Kilometer. Ich gehe auch erst nach der Lieferung tanken. Ich fahre jetzt noch die Strecke zu Ende. Bleiben Sie rechts, dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab.
auch eine Straßenreinigungsmaschine. WB Fompi. Nein, kein Überholverbot. Habe ich mir schon gedacht, dass dich das ärgert jetzt. Spast. Spasti! Guck mal, der Morgengraut. Gaun habe ich im Spiegel. Mäh, was ist vor mir? Nee, guck da, ist nicht. Auch nicht. Auch nicht. Im Chatroom sitzt das Graue bei mir. Ich verstehe das schon. Ich lasse dir das aber nicht durchgehen, du Knilch. Steig auf. Was brennt denn da, Digga? Ach, ein Trecker? Ein Trecker! Ach, Devil Satanas ist auch wieder da. Sehr schön. Grüße an den Devil im Lurk. Bleiben Sie links, dann biegen Sie links ab. Was war das? Ihr habt das auch gesehen, oder? Ich war nicht der Einzige, der es sieht, oder? Ah, ist ein Köttel in der Buchse bei sowas. Oh nein, oh nein. Sagt mir das nicht. Da kam doch gerade eine Feuerwehr von rechts, die dann einfach verschwunden ist, die sonst mit Vollkaracho dem Truck eingefahren wäre. Fahren Sie geradeaus. Oh, da ist.
der Wagen auf einmal verschwunden. Abbiegung rechts vor Ihnen. Muss eine Zeitmaschine gewesen sein. Merkt das schon, ich sehe Gespenster. Unheimlich sowas. Achte schon. Schon der Achte? Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Der 6. und der 7. nicht mehr reichen, ne? Dann kommt der 8. Diese Autos, die noch gar nicht da waren und noch nie da sein werden, oder was? Ja, der Schaden war klar, das war ja die Kamera gestern. Die Kamera des Todes. So, sehr gut. Holen wir uns schon mal was für nächste Tage, beziehungsweise gibt es natürlich erstmal Plague Inc. nächste Woche. So, trotzdem hole ich mir jetzt schon mal einen Auftrag, vielleicht fahre ich auch so selber noch ein bisschen mal. Ich habe ja jetzt Kurzarbeit und gar nicht viel Zeit. Ach, guck mal, Neymar hat da so ein Ding, warte mal, ein Clip. Da ist der Videobeweis. Sehr gut. Da war der Videobeweis. Die Kamera hat es erfasst. Die verschwundene. St. Petersburg, Digga. Peter Repeat. Und Bier. Bier, Dosenbier. Nach St. Petersburg. Wollen wir das machen? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich noch, muss ich noch mal hier hin. Nach Frankreich muss ich. Nach Süditalien hier muss ich. Aber Leute, es ist St. Petersburg. Es ist eine Bierlieferung. Das ist systemkritisch. Also. Auf nach Peter. Das kann ich nicht ablehnen. Die Leute zählen auf mich. Die brauchen mich. Jetzt mehr denn je. Kölsch. Doch nicht Kölsch, doch nicht für die Russen, Digga. Damit gurgeln die höchstens. Kölsch brauchst du den Russen doch nicht vorzusetzen, Digga. Nee. Das wird Köpi aus der Dose sein hier irgendwas. Amiplo. Coors Light oder sowas.
Nee, wir kriegen auch bei uns ganz viele Dosen. Also Köpi kriegst du in Dosen, Warsteiner kriegst du in Dosen, Krombacher kriegst du in Dosen, kriegst hier alles Mögliche in Dosen. Wie willst du denn sonst Dosenstechen machen, wenn es keine Dosen mehr gibt? Du verstehst die Probleme, ja? Schimmelpilz, ja, das war eingeschweißtes Sixpack Heineken, bei dem dann eine wohl ein bisschen offen war. Bittere Beat, bittere Beat, bittere Beat. Aber es war ein Lagerbier, ne? Kein Pilz. Dosenbier ist gut. So ein bisschen Schimmel hätte mich jetzt nicht gleich getötet. Aber ja, du hast mich vor dieser Gefahr gerettet. Dafür sei dir mein Dank gewiss. Ja, so ist das, Devi. Da kannst du gar nichts gegen tun. Manche Menschen sind halt unbelehrbar. Und damit hat es sich. Kannst ja mal gern versuchen in Deutschland, Digga. Genau. Neymar hat vollkommen recht. Biegen Sie rechts ab. Abbiegung links vor Ihnen. Bitte repeat, bitte repeat, bitte repeat. Frost Logistics. Abbiegung links vor Ihnen. Biegen Sie links ab. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Scheiß Brummerei. Plague, ja. Kaufe ich gleich. Danke für die Spende nochmal. Da. St. Petersburg. Dosbier. Für St. Petersburg.
Echt? Und das ist Free Roam ist dann aber auch Singleplayer oder was? Nicht, dass dann irgendwelche sich immer einloggen und einen töten direkt. Weil dann werden wir natürlich noch eine Weile. Werden wir natürlich noch eine Weile Red Dead zocken auch noch, ne? Hier auf der Strecke kenne ich schon alles. Brauche ich nicht großartig umswitchen. Machen wir uns direkt mal auf Achse hier. Und ist es gut? Macht es Spaß? Abbiegung rechts vor Ihnen. Also muss die Quest schon aktiv suchen dann, oder wie? Wie verhält sich das? Achso, und das kann man auch alles alleine so machen dann. Und da hast du dann auch die Möglichkeit, hier Moonshiner zu machen oder was? Abbiegung rechts vor Ihnen. Ich habe da was von gelesen hier von Moonshiners. So, damit Fumpy nicht leer ausgeht, haben wir jetzt auf Krampf, auf die Schnelle hier noch ein bisschen Regen eingeschoben. So, ich fahre jetzt noch bis zur nächsten Tankstelle, da machen wir schon mal kurz Päuschen. Weil ich müsste dann auch eben noch mal auf 17 und dann geht's auch gleich schon mit Red Dead weiter. Ah, da ist sie ja sogar schon. Und dann machen wir nämlich gleich damit weiter. Ja, werden wir mal sehen, ob wir das heute Abend noch schaffen. Ich weiß ja nicht, wie lang der Epilog noch ist. Schaue ich mir aber auf jeden Fall morgen einmal an. So, wir machen ein ganz kurzes Päuschen.
Ach so, alles klar. Ja gut, ganz kurzes Päuschen, bin gleich wieder da, dann bringe ich auch Cathy mit und dann werden wir noch ein bisschen Red Dead zibbeln, so viel das Spiel noch hergibt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Gib mir heute mal ausnahmsweise mal so 5 Minuten, 5, 6, vielleicht auch 10. Nur nicht abhauen und ihr könnt ja in der Zwischenzeit auch immer was zu trinken organisieren, selbst auf Toilette gehen oder sonst irgendwas. Und dann sage ich mal bis gleich.